Herr Weihbischof, der Grund Ihrer Brasilienreise, vielleicht fangen wir damit an. Naja, ich bin jetzt schon, das war der vierte Weltjugendtag, den ich mit Jugendlichen aus unserer Diözese besucht habe. Und als wir vor 2 Jahren in Spanien gehört haben, dass der nächste in Rio de Janeiro sein wird, haben wir uns spontan, ohne diskutieren zu müssen oder überlegen zu müssen, entschlossen, dorthin zu fahren. Weltjugendtage sind großartige Ereignisse, sind Events des Glaubens. Also da wird der Glaube spürbar, auch in seiner Dimension grenzenüberschreitend zu sein. Sprachgrenzen, Grenzen der Ängstlichkeit, die weite Reise, ne, das ist für viele, für mich ist das auch nicht ganz einfach, muss ich ehrlich sagen, da so 8 Stunden, 9 Stunden im Flieger zu sitzen und so. Aber wenn man das überschreitet und dann dorthin kommt und mit 3,7 Millionen Jugendlichen so bei der Abschlussmesse, dann ist das einfach ein Ereignis, ich habe mal gesagt, ein unglaubliches Ereignis des Glaubens. Was waren denn Ihre bewegendsten Erlebnisse auf dieser Reise? Na, sehr vieles. Also schon einmal mit diesen 120 Jugendlichen, so viele sind aus der Steiermark, wir waren die größte Gruppe aus Österreich, unterwegs zu sein. Man ist unterwegs, das, der Glaube ist was Dynamisches, das ist schon einmal etwas, was eine besondere Attraktion besitzt, dass man hier mal, glaube ich, muss man sich bewegen, man muss hinausgehen. Wenn man nur sitzt in seinem Viergemäuern, dann das ist nicht die Welt des Glaubens. Das war schon mal, und dann das Land. Wir haben sie in 3 Teile geteilt. Die Reise, so Buch der Natur. Wir waren bei den Wasserfällen in Iguazu, im Süden, ganz im Süden, schon an der argentinischen Grenze. Toll, glaube ich, sowas noch nie gesehen. Also lesen im Buch der Natur. Das Tosen der Wasser, davon spricht die Heilige Schrift auf die Psalmen, das Tosen der Wasser haben wir dort erlebt. Dann im Buch des Lebens Menschen zu treffen, auch sehr arme. Wir haben Armenvierteln besucht in Recife, haben sie in Favelas, waren Jugendliche von uns in Favelas. Dort sind 5 Jugendliche mitgefahren auf dem Weltjugendtag, weil sie so freundlich empfangen worden sind, haben unsere Jugendlichen gesagt, was können wir für euch tun? Und ihm gesagt, nehmt 5 mit zum Weltjugendtag und schaut auf sie. Das war ein tolles Erlebnis. Ja, und dann schon die Katechesen, den Glauben nachzudenken, sich anzustrengen, also intellektuell sich anzustrengen und dann den Glauben zu feiern. Also Gottesdienst, Willkommensfeier, Kreuzweg, tief beeindruckend gewesen, sehr aktualisierend auf ihre Situation, die Nöte des Landes dort und dann die Eucharistiefeier. Und sozusagen das Surplus, das drüber hinaus, was sozusagen das Pünktchen am I war, war natürlich unsere Krankenstation. Wir wollten nicht mit leeren Händen kommen, sondern wir wollten etwas mitbringen und wir haben für die Xavante-Indianer, das ist ein Indianerstamm, der seine eigene Kultur bewahren möchte, Christen geworden sind, aber die eigene Kultur bewahren möchte, sie leben ohne Strom, also wirklich also in ihren Dörfern. Dort haben wir eine Krankenstation finanziert. Da sind wir zuletzt mit 9 Jugendlichen, das ist ja unendlich weit, ich bin 1200 Kilometer mit dem Auto gefahren, ja, dorthin und haben die gesegnet. Das war natürlich, das war was Besonderes, ja. Wenn man an diesen Gottesdiensten teilnimmt und Millionen Menschen da mit dabei sind, was fühlt man da, was bewegt das in einem, was nimmt man da vielleicht auch mit? Naja, das Glaube ist was Verbindendes. Also wir haben ein paar Mädchen angesprochen, die wollten es, ich habe kein Wort verstanden. Nicht? Aber trotzdem haben wir uns verstanden. Man versteht die Sprache nicht, aber man versteht sich. Also das ist etwas Großes. Und dann diese Begeisterung der jungen Menschen. Das ist ja nicht leicht, das muss man auch sagen. Das ist ja sehr, sehr anstrengend für die. Wir mussten oft lang warten, lange Reisen auf sich nehmen, um überhaupt hinzukommen. Und wenn die tanzen, und da ist es, sowas habe ich noch nie erlebt, wenn da 500 Bischöfe mittanzen mit denen.
Haben Sie auch getanzt? Ja, ich habe auch getanzt. Die haben uns aufgefordert, wir waren auf der Bühne, die Jugendlichen waren unten und zwischendrin waren solche Tänzer, die da halt vorgezeigt haben, die Bewegungen. Dick und dünn und alt und jung und ja, hoch, also Kleriker in höchsten Graden und in kleiner, niedrigeren Grad. Alle haben getanzt und das war einfach eine tolle Sache. Man wird selber jung irgendwie, man spürt irgendwo auch ein bisschen die Traurigkeit, ich habe vieles versäumt in meinem Leben. Ich habe auch schon mit Jugendlichen gesprochen und die haben mir ihre Erlebnisse erzählt und auch gesagt, sie haben den Papst im Auto vorbeifahren sehen, so auf 5 Meter und einmal 200 Meter weit, also bei diesem Gottesdienst. Wie nahe kommt man als Weihbischof dem Papst? Ja, auch nicht viel näher. Nicht? Waren ja, glaube ich, an die 1000 Bischöfe. Aber ich bin ihm einmal sehr, sehr nahe gekommen. Das war am Samstagvormittag, war eine Messe für die Bischöfe in der Kathedrale von Rio de Janeiro. Ja, und da ist er so vielleicht 2-3 Meter bei mir vorbeigegangen, zugewunken, gegrüßt. Aber dann haben schon auf der anderen Seite ist schon wieder sehr, sehr laut geworden, also wieder denen zugewendet, ja. Aber die Menschen dort sind hellauf begeistert vom Papst. Also so etwas habe ich auch noch nie erlebt. Auch Bischöfe, also wo ich hingekommen bin, also er versteht es mit seiner, so direkt ins Herz zu sprechen, direkt ins Herz, der Masse, den Einzelnen anzusprechen.